Alter, was ist hier denn los? Alter, 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 lasst mich in Ruhe. Alter, der hat einen Eisenhelm gehabt. Ich find's auch cool, dass die Mobs jetzt schwerer werden, je länger man sich in einem Gebiet befindet. Und, nein, lass mich in Ruhe. Und was ich auch cool finde, ist, dass die jetzt so Armor anhaben. Das finde ich richtig stylisch. Das macht's einfach ein bisschen realistischer. Hallo? Ja. Imba Skelett. Nicht darunter schubsen, bitte, das ist unfair. Aua. Oh, da hinten sind Pferde. Oder aber auch eine Herde Skelette. Das ist natürlich jetzt scheiße, dass wir mitten in der Nacht haben. Da ist ein Esel, sind das. Nein! Geh weg! Das ist unfair. Oh, bist du tot? Da kommt noch einer. Alter, was ist hier wieder los? Sag mal. Boah, wenn wir jetzt sterben, ne? Das wäre der Untergang. So haben wir hier auch. Das sind nur Esel. Ich will eigentlich... Boah, ist das kacke, dass es Nacht ist. Es muss Tag werden jetzt. Alter, Hilfe! Oh Gott. So lasset mich in Ruhe sterben. Burning Zombies. Das ist natürlich auf der einen Seite ganz gut, weil wir können... Ja, auch wir können XP sammeln. Es ist gut. Alter. Du Kackskelett. Wir suchen mal Schutz hinter den Zombies. Stirb doch einfach. Was, der stirbt nicht? So, jetzt aber. Ich habe hier irgendwo gerade einen Creeper gesehen. Da ist er. Boah, Alter, wann ist es endlich mal vorbei? Wo ist denn der Kackmond? Alter, der ist gerade mal bei der Mitte. Zum Teufel noch einmal. Ich buddel hier gleich ein Loch. Ach, wir haben keine Wolle. Ich hätte mal ein Bett mitnehmen sollen. Das ist... Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen. Alter, was bist du denn? Go home, boy. Hui. Wir rennen mal gerade ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, ob die Mobs nicht auch bald dann stärker werden. Ich weiß ja nicht, wie das gewertet wird. Ab wann? Boah, wir haben hier null Chance auf Pferde, weil hier einfach zu viele... Kreaturen rumlaufen. Das ist eine geile Landschaft hier. Guck mal hier. Sieht schon ziemlich cool aus auf jeden Fall. Wie gesagt, ist natürlich jetzt ärgerlich, dass es Nacht ist. Was haben wir denn da? Das sieht so verdächtig viereckig aus. Da jumpen wir mal kurz rüber. Da hat natürlich wieder ein Skelett. Natürlich. Was denn auch sonst? Da hinten wäre ein Schaf. Aber wir haben keine Wolle dabei. Das ist kein Holz auch. Natürlich, sollen wir mal cheaten, sag mal? Wollen wir. Oder sollen wir einfach den Esel nehmen und davon reiten? Weil man braucht halt natürlich auch ein bisschen Zeit, um die Pferde zu zähmen quasi. Weil man muss sich erstmal draufsetzen und dann dauert es erstmal ein bisschen. Alter, was hier los ist, das gibt's ja gar nicht. Haut ab! Na komm, dann sammeln wir halt noch ein bisschen XP, ist auch okay. Alter, ich hasse sie. Komm, schieß mal. Schleiße ich mich langsam an den anderen. Na komm. Soll ich einen Creeper? Das ist alles gut. Jetzt töte ich den. Dann töte ich. Oh, oh. Nein. Boah, diese Kackskelette, ne? Diese Kackskelette. Muss hier weg. Oh, ein Hühnchen. Scheiße, verdammt. Nein. Alter, wie viele Zombies hier sind. Das ist echt krass. Das ist so eine, sind so richtige Herden mittlerweile. Jetzt bloß nicht sterben. Wir haben so viele Level schon, das ist gut. Hier sind aber auch sonst keine Pferdchen, ne? Es müsste echt langsam hell werden. Wie steht denn? Ja, es wird gleich hell. Dort hinten müsste gleich die Sonne aufgehen. Das ist gut. Das ist gut für uns. Ich habe gleich eine Stunde aufgenommen und wir haben gerade mal den Stall geschafft. Das ist natürlich wieder sehr produktiv. So wie man das gewohnt ist. Ich gehe mal besser von der Höhle da weg. Wobei eigentlich könnte man ja da mal runterschauen. Hm. Was haben wir hier eigentlich noch so? Ist auf jeden Fall eine coole Landschaft. Alter, das sieht interessant aus da unten. Ich möchte da fast... Spinne? Spinne. Spinne? Oh, Hilfe! Hilfe! Geh weg! Noch ein Zombie-Man. Und wir sind Level 25. Sehr gut.
Ah, können wir hier creepen. Oh mein Gott. Boah, ist das tief auch? Na komm, den hauen wir den Creeper da mal rein. Tschüss. nein. Boah, wird's endlich mal hell jetzt da hinten? Gibt's doch nicht. Mach es hell, Jung. Jetzt brenne ich natürlich wieder. Verdammt, komm her, Creeper, Mann. So. Stellt euch mal Creeper mit Diamond Ammo vor. Also Creeper mit Diamantrüstung, das wäre doch mal was. Äußerst fair vor allem auch. Mein Gott, so, da hinten kommt die Morgenröte. Endlich. Endlich. Und du wirst sie nicht erleben. Hat der denn auf dem Kopf? So, jetzt laufen wir nochmal zurück. Hier hinten lang und dann schauen wir einfach mal. Hallo, ob sich da pferdemäßig schon was getan hat oder ob da immer noch die Esel stehen, die dummen. Aber wir können. Hallo. Ja, war klar. Ja, dass der Drecksack mich wieder erwischt, ne? Jetzt gibt's aber nochmal Dicky hier. Komm. Oh. Alter, wie die mich mal anzünden, ne? Das ist äußerst nicht so toll. Alter, lass mich voll. All I want is a Pferd. In the Pferd I would call Pimmelratte. Nee, keine Ahnung. Wir müssen unser Pferd auf jeden Fall ein Namensschild machen. Aber die findet man dummerweise auch nur in Dungeons. Das heißt, wir werden dann hierhin wohl zurückkehren. Ich kann das ja mal markieren hier, wenn ich denn darf. Die Herrschaften. Danke. Okay, wir adden mal gerade einen Waypoint. Was? K-Config saved? Will ich nicht. Machen wir mal ein neues Gebiet. 1.6. Machen wir mal. Was machen wir das denn mal für eine Farbe? Machen wir grün. Grün ist okay. Ist ja auch recht grün hier. Grün hinter den Ohren. Okay, jetzt laufen wir mal weiter hier in diese Richtung. Wenn wir jetzt da weiterlaufen, dürften ja theoretisch sehen keine Monster mehr spawnen. Weil es ja schon zu hell ist. Das heißt, die Chance ist größer, dass wir hier irgendwo eine Pferdeherde sehen. Pferdeherde. Ja, die Spinnen machen uns natürlich nichts mehr, aber die Creeper. Die sind natürlich noch äußerst gefährlich und aggressiv um diese Uhrzeit. Die dreckeligen Säcke, die. Ich mach sie alle fertig. Hier haben wir aber. Ist auch geil hier mit diesem. Dieser Bergverbindung erinnert mich gerade irgendwie ein bisschen an Skyrim hier, die Gegend. Ist auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil das so aussieht wie in Skyrim. So, jetzt sind wir einmal um die Ecke gelaufen quasi. Reaper? Nee. Okay, jetzt bitte, bitte lass da hinten ein paar Pferde gespawnt sein. Ich will keine Esel haben. Und ich will jetzt auch nicht zurücklaufen und mir einfach zwei Pferde spawnen, weil das wäre ein bisschen, wack, ehrlich gesagt. Oh, Erfahrungspunkte. Hallo? Ach, some horses hier irgendwo? All I want is a Pferd. Ein Pferd. Ein Esel ist zwar auch ganz praktisch und ich würde mir auch gerne einen Esel mitnehmen. Was haben wir denn hier? Esel, Esel. Eine Eselsbrücke müssen wir dann bauen daheim. Ach komm, weißt du, ich versuche jetzt einfach mal einen Esel zu zähmen. Lass mich doch mal... Let me go in your bag, nigga. Was? Ich hab nicht Nigger gesagt. Wenn ich es gesagt habe, dann nur halt so in Richtung, Homie's Beach? Oder haben wir ihn schon gezähmt? Ach was? Ach cool. Ach geil. Ja, hier. Guck mal. Satellite. So, jetzt springen wir mit dem Esel hier durch die Gegend und versuchen mal, uns noch ein Pferdchen zu holen. Aber ich brauche ja gar nicht springen. Das macht er ja von alleine. Wie wir aus dem Let's Test wissen. Hm, Alter. Ja, aber natürlich nicht mehr. Der springt natürlich nicht mehr, wenn man da runterhüpft. Dann natürlich nicht. Hat sich's ausgehüpft. So, hier sind nur die elenden Hühner. Da hinten noch zwei Spinnen, die sich den Tag versüßen. Komm, ein Pferd muss doch jetzt hier. Also, ich will doch keine Eselszucht aufmachen. Jetzt mal ernsthaft. Aber wenigstens haben wir jetzt schon mal was, worauf wir reiten können.
That's what she said. Oder he oder wer auch immer. Oh, ein Ei. Ich wünschte, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte auch ein Ei oder zwei oder zwei oder zwei. Hier sind nur Esel, das gibt's nicht. Wir reiten mal ein bisschen weiter in diese Richtung. Ich habe die Hoffnung, dass hier irgendwo noch ein Pferdchen gespawnt ist. Welches wir mit auf unsere Reise nehmen können. Hier geht's lang. Mach das weg! Oh, ein Apfel! Hallo? Komm doch mal durch hier. So, ich finde es übrigens cool, dass man bauen kann, während man auf den Viechern sitzt. Ein Apfel, oh, lecker. Ui. Na, es ruckelt aber ein bisschen. Es ist aber wahrscheinlich jetzt, weil wir hier gerade generaten wieder. Also Minecraft, ich nicht. Mal hier um die Ecke laufen. Das sind wieder nur Schafe. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Hier ist wieder der weite Ozean. Können die eigentlich auf dem Eis laufen? Ja! Wunderbar! Mario, ich freue mich. Spawnen Pferde auch im Schnee? Ach geil, guck mal, hier kann man komplett rüberlaufen. Da ist eine Wüste. Ist schon eine geile Gegend hier auf jeden Fall. Da kommen wir nicht drüber. Doch, kommen wir. Geil. Hier kann man auch wieder komplett rüberlaufen. Wir erkunden einfach mal so ein bisschen unsere Welt hier. Ich gehe nicht... Ah, scheiße. Ich gehe nicht eher nach Hause, bis wir noch ein Pferd haben. So viel sei gesagt. Wow. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das Pferd kann, ob das irgendwann Hunger kriegt oder so. Normalerweise ja schon. Aber ich glaube, so ein Esel hat eine größere Hungerleiste. Ist das ein... Ey, Alter, das ist ein Tempel? Nee, das ist ein Dorf. Ach, wat. Geil, hier gibt's ein Dorf. Sogar gar nicht mal so schlecht hier. Gucken wir mal, was wir bei denen erhandeln können. Alter, ist das groß. Alter, ist das groß. Pass mal auf. Machen wir es mal gleich richtig wie so ein Abenteurer. Wir dismounten und nein, das war falsch. Nein. Machen wir das nochmal. Ja, mit dem Fleisch auch, ne? So. Hängen wir mal unseren Esel da dran und dann erkunden wir mal gerade hier das Dorf so ein bisschen. Ihr merkt schon, wir erkunden jetzt in dieser Folge sehr viel. Ja, Brot für die Welt. Haben wir hier noch eine Kiste rumstehen? Warte mal. Ne. Ich glaube, da oben auch nicht, ne? Nö, nee, auch nicht. Aber ich glaube, beim Schmied steht immer eine Kiste, ne? Boah, hier gehen wir auf den Sack. Eine Diamond Pickaxe. Geil. Alter. Wer auf diesen Sound kam, ne, den sollte man erschießen. Was gibt's jetzt hier? Auch nix. Jungs, ihr müsst Martine Wittler hier durchlaufen lassen. Ihr seid ja alle uneingerichtet. Das geht so aber nicht. Hallo? Ah, eine Werkbank nur, schade. Ich hätte mal die Behutsamkeitsspitzhacke doch mitnehmen können, hätte ich das mal vorher gewusst. Hätten wir uns da die Bücherregale klauen können. Natürlich mit äußerst schlechtem Gewissen. Das ist natürlich klar. Man klaut ja nicht. Außer wenn man Cloud-Speicherung macht. Ha! Der war nicht gut. So. Ich befreie dich von deinen Fesseln. Und wir hauen ab. Tschüss. Alter, dieser Sound. Oh nein. Ein Kreuz. Ja, ich glaube, dann bleiben wir bei unserem Eselchen hier, wenn wir kein Pferd mehr finden. Ich kann jetzt auch nicht 5 Folgen lang hier durch die Gegend reiten. Ist auch langweilig. Wobei, wir haben ja noch... Bisher sind wir noch nicht so oft geritten. Ich finde es übrigens cool, dass man hier automatisch hochklettert quasi und nicht selbst springen muss. Das erleichtert einiges. Oh, eine Höhle. Oh, noch eine Höhle. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Heimat wieder. Ich glaube nicht, dass dort hinten jetzt irgendwelche Pferde gespawnt sind bei uns in der Region. Also, oh, eine Höhle. Also werden wir wohl bei diesem einen Eselchen hier bleiben. Aber naja, das ist jetzt auch nicht so tragisch. Wie gesagt, wir müssen halt jetzt nur gucken, wie wir am geschicktesten zurückkommen. Weil der gute Freund hier nicht schwimmen kann. Also er kann es schon.
Aber ich glaube, so einfach ist das nicht. Hier können wir drüber hüpfen, das geht noch. Hui. Was haben wir hier noch? Noch irgendwo Pferde oder sowas? Leider nicht. Leider nicht. Was ist das da hinten? Ist das ein Tempel? Ne. Sind wir hier schon an dem Dschungel, an dem ich glaube, an dem wir sind?